Hallihallo, ich bin Jimena von Estampin Hime und ich glaube, ich habe jetzt richtig mein Handy gedreht. Ich habe den Fehler gefunden, warum das Bild nicht richtig war. Ich hoffe, jetzt könnt ihr das alles richtig sehen. Und ja, ich freue mich mit euch die neuen Produkte aus dem Mini-Katalog und aus der Celebration noch zu teilen, zu zeigen, was alles Schönes dabei ist. Ab dem 5. Januar, also ab Dienstag, können wir alles davon bestellen und Geschenke bekommen aus der Celebration Broschüre. Unterschied bei diesen Celebration ist, dass nur bis 28. Februar läuft. Also letztes Jahr war bis Ende März und jetzt gibt es nur bis Ende Februar. Dafür müssen wir halt die Zeit gut nutzen und schon planen, was wir alles Schönes bestellen wollen. Übrigens, alle Kunden, die bei mir innerhalb von diesen 2 Monaten 200 € oder mehr bestellen, dann sind eingeladen zu einem Sonderevent von mir im März. Dann bekommt ihr ein Bastelkit für diesen Event und Zugang exklusiv für euch, um diese Projekte zu basteln. Dann sammelt alles, was ihr ab dem 5. Januar bis 28. Februar bestellt. Dann seid ihr dann eingeladen dazu mit kostenlosen Bastelkit, Goodies und so weiter und so fort. Das hatten wir letztes Jahr auch gehabt und da haben wir einen Rahmen zusammengebastelt mit neuen Produkten. Also ich kann euch nur empfehlen, dazu teilzunehmen und ich freue mich, wenn viele von euch das machen. Das wird auch online sein. Ihr bekommt die Anleitungen schriftlich und ja, wenn es möglich ist und ihr auch in der Nähe seid, dann können wir das auch zwei Events machen. Einmal online und einmal in Frankfurt. Müssen wir schauen, wie das mit der Pandemie halt funktioniert. Ja, ich darf euch noch nicht die Innenseiten von dem Katalog zeigen. Daher zeige ich euch einfach die Beispiele und die Produkte, die wir haben. Und fangen wir mal mit der Celebration. Also bei der Celebration gibt es 8 unterschiedliche Geschenke, die wir uns aussuchen können. 4 Designerpapiere und 4 Stempelsets, die wir uns sonst bekommen können. Die Designerpapiere, ich bin begeistert. Ich habe mir schon ein paar Übersicht, ja, Muster hier gemacht. Das ist das eine von diesen Designerpapiere, die als Geschenk bei der Celebration gibt und das heißt Wiesenblumen. Ihr könnt hier sehen die Designerpapiere, also Vorderseite und Rückseite. Es sind 30,30 cm große Papiere und doppelseitig. Und hier sind alle Farben, die dazu kombinieren. Also das ist sehr gut als Referenz. Dann weiß man, okay, ich kann einfach mit Aventurin, mit Blut und Rosa oder Blutorange hier basteln und wird alles kombinieren. Das ist das eine von den Geschenkdesignerpapieren. Das bekommt man schon umsonst geschenkt ab 60 € bestellwert. Wir basteln heute eine Karte mit diesem Designerpapier. Und dann gibt es noch das Designerpapier Ombre. Das ist auch geschenkt bei der Celebration mit Farbkarton in Bermuda Blau, Brombeermousse, grüner Apfel und Rokoko Rosa. Das sind 48 Blätter von diesem Designerpapier. Das ist 15 mal 15 cm Block und ja, wunderschön für verschiedene Karten, so Party oder ganz neutral. Kann man wunderschön für Hintergrund benutzen.
Und das gibt auch umsonst ab 60 Euro bestellt wird. Dann gibt es auch diesen wunderschönen Designer-Papierblüten. Das ist auch als Geschenk bei einer Bestellung ab 60 Euro. Und es hat ja, eine Rückseite, die ja neutral ist, und eine Vorderseite, die so mit Blumenmotiven sind. Und das sind schöne Farben in Rokoko, Marineblau, Rauchblau und Blütenrosa. Sehr schön, und es soll als Geschenk ab 60 Euro bestellt werden. Dann gibt es das Designerpapier Sommerbeeren, und das ist ein Geschenk ab 120 Euro bestellt wert. Aber es kommt halt zusammen mit diesem Stempelset, flüchtige Grüße. Und das ist einfach einen super guten Deal. Da hat man wunderschönen Designerpapier und dazu ein Stempel Set mit 13 klassische Stempeln, mit denen man schöne Sachen basteln kann. Zum Genießen, flüchtige Grüße. Vielen Dank, dass du mir so oft den Tag versüßt. Ich denke, das ist super schön. Und das Designerpapier auch sehr vielseitig, weil die Rückseite hat immer so neutralen Motiven, die man zu unterschiedlichen Anlässen benutzen kann. Und dann die Vorderseite mit so Fruchtmotiven, die natürlich für kleine Goodies oder wenn man Marmelade oder irgendwas in der Küche gezaubert hat, dann kann man das schön verpacken und einen tollen Spruch dazu benutzen. Also das sind die vier Designerpapiere aus der Celebration. Und ich würde sagen, dann basteln wir die erste Karte. Das ist mit dem Designerpapier Wiesenblumen und auch mit einem weiteren Celebration-Produkt, diese Stempelset-Drüse auf vier Hufen. Das gibt es auch als Geschenk ab 60 Euro bestellt wird. Wir benötigen eine Grundkarte in Osterglocke und dann das Designerpapier ein Stück geschnitten bei 5 cm mal 14,3 cm, die wir hier als Aufkleber kleben werden. Dann brauchen wir ein Etikett. Ich habe dieses Etikett in ein schwarzes Farbkarton ausgestanzt. Und zwar mit das zweitgrößte Etikett aus den Sohubsch-Bestickt-Stanzformen. Die sind einfach wunderschön. Die benutze ich sehr oft für viele meiner Projekte, einfach weil die so praktisch sind. Und man kann schöne Sachen damit basteln. Dann brauchen wir noch ein Stück weißes Farbkarton. Das ist 5,2 cm mal 8,3 cm groß. Und einen kleinen Kreis von den bestickten Formen ausgestanzt, auch aus weißem Farbkarton, in dem wir unseren Gruß stempeln werden. Dann nehmen wir einfach diesen kleinen weißes Farbkarton und stempeln wir da unseren Motiv. So sieht meine Beispielkarte aus. Wir können versuchen, um Variationen zu machen, einfach ein anderes Motiv zu nehmen. Dann können wir den hier nehmen. Beide passen nämlich auf den Farbkarton. Und dann einfach mit Memento-Tinte stempeln.
So. Ungefähr zentriert. Und das war's. Dann kann man mit dem Blends kolorieren. Dafür benutze ich dann die Savanne. Schiefergrau und Olivgrün. Schauen wir mal, wie das geht, online kolorieren. So, ich nehme einfach den hellen, erstmal immer den hellen Ton. Die Stampin' Blends gibt es immer in zwei Tonen, hell und dunkel. Und ich nehme immer halt den hellen Ton als ja, Hintergrund. Und danach mit den dunklen Tonen die Schatten zu kreieren. Man soll immer kleine Flächen erstmal kolorieren, damit sich die Tinte danach sich gut mischen kann, bevor die Farbe trocknet. Ich hoffe, ihr habt schon euren Katalog bekommen. Wenn ihr noch einen Katalog braucht, dann meldet euch einfach bei mir. Dann kann ich euch eine Kopie schicken. Oder sonst könnt ihr immer die ganzen Produkte online ab dem 5. Januar in der Online-Shop durchstöbern. Ich finde es immer gut, wenn man vorher ein bisschen die Produkte, ein paar Beispiele von den Produkten gesehen hat. Dann kann man sich eine bessere Idee machen, ob es das Geschmack trifft von den eigenen Geschmack oder eher was anderes. Also ich bastle gerade so eine alternative Karte. Ich hatte ja vorher mit den anderen Motiv von diesem schönen Stempelset Grüße auf 4 Hupfen gebastelt. Und jetzt nehme ich diesen anderen Motiv mit dem Rose in den Maul. Das Gute dabei, man muss nicht ein Experte in Kolorieren sein. Die Stempel zeigen uns schon, wo die Schatten hingehören. Und man muss nur diese Stellen mit den dunkleren Farben einfach gehen und dann hat man schon die Schatten in den richtigen Ort. Ich hoffe, ihr habt den neues Jahr schon gestartet. Wir konnten es nicht so feiern wie sonst, aber hoffentlich wird dann Ende dieses Jahr schöner sein und dann können wir wieder mit allen lieben Leuten dann richtig feiern. So. Jetzt für den Maul nehme ich dann Schiefergrau, den hellen Ton. Hier noch. Und für die Hufen, glaube ich, so heißt das auch. Und für die Rose nehme ich Blutrot. Oder Blutorange. Ich nehme Blutorange, weil das ist die Farbe in das Designerpapier und dann weiß ich, dass das dann kombinieren wird.
Hier mache ich keine Schattierung. Für den Blatt nehme ich einfach Olivgrün. So. Und dann können wir auch so einen Boden malen, wo der steht. Das ist den hellen Ton von dem Blend. Jetzt mit den dunklen Ton kann ich noch so ein bisschen. Akzente einbringen und das wieder mit dem hellen Ton verteilen. Wir hatten diesen Mini-Katalog-Party bereits per Zoom gehabt, letzten Mittwoch. Und deswegen habe ich die Karte schon gebastelt und jetzt einfach eine Alternative, die wir basteln können. Jetzt auf meinen Kreis dann meinen Grußstempel wieder mit Memento Tinte und nehme ich wieder diese Ich gratuliere zum Geburtstag, einfach weil das perfekt ist jetzt Jahresanfang. Gibt es noch viele Geburtstags im ganzen Jahr, dann kann man gut Geburtstagskarten gebrauchen. Dann nehme ich einen kleinen Stempelblock und stempel meinen Gruß mittig auf meinen Kreis. Jetzt haben wir alle Teile, die können wir jetzt zusammenkleben einfach. Dafür benutze ich erstmal Stampin' Seal. Die Grundkarte mit dem Falzbein, die Falzlinie nachgehen, damit die besser schließt. Und dann mit der Stampin' Seal dann das Designerpapier kleben. Wie gesagt, wer möchte, kann das Bastelkit noch bestellen bzw. umsonst bekommen bei einer Bestellung ab 35 Euro. Dann bekommt ihr das Bastelkit umsonst dazu. Okay, dann wird das hier geklebt und das hier. In diesem Beispiel habe ich das Geschenkband hier unten zusammengebunden. Mal schauen, ob ich hier genug, ich habe hier nicht genug Platz, um den Geschenkband zu binden. Deswegen würde ich das einfach so mal lassen. Einfach eine Variation von der gleichen Karte. So. Dieses Stempelset ist eine meiner Lieblingsstempelset aus den Celebration Broschüre. Einfach weil diese Motive so süß sind. Diese kleine Esse ist einfach total süß. Und ich habe es vorher nicht ähnliches in den Katalog gesehen oder gehabt. Daher musste als erste auf der Wunschliste bei mir sein. So, ich hatte vorher angefangen, den
Facebook Live zu machen. Leider hatte ich irgendwie die Einstellung nicht richtig angestellt und da musste ich nochmal anfangen, damit ihr den Video in der richtigen Orientierung sehen könnt. Sonst wäre alles so irgendwie auf den Kopf. Das klebe ich dann hier auf diesen Etikett mit einem Klebepunkt. Mini-Klebepunkte. Meine Lieblingsklebemittel. Das ist einfach super praktisch. Und man kann es immer wieder benutzen, egal welches Material praktisch man benutzt. Wenn möchte, also das ist Endergebnis für die erste Karte, die wir gebastelt haben. Und alles mit Gratis-Produkte, also kostet nichts. Nur das Farbkarton und sonst ist das Stempelset und das Designerpapier als Geschenk bei der Celebration. Das ist Karte 1, Alternativ A und B. Das, ja, ich glaube, beide sind süß. Dann machen wir weiter mit dem Mini-Katalog. Hier ganz am Anfang auf Seite 7 ist ein tolles Projektset. Das heißt fabelhaft und man kann tolle Karten damit basteln. Die sehen so aus. Also das sind die vier Karten, die man mit dem Projektset fabelhaft basteln kann. Und der kommt in so einen Geschenkbox sozusagen, wo man die gebastelte Karte aufbewahren kann, aber auch wo die ganzen Materialien zum Basteln zu finden sind. Alle Projektsets von Stampin' Up! Kommen so mit einer Anleitung. Die ist in verschiedenen Sprachen zu finden und mit Bildern. Also hier ist Deutsch, Japanisch, Französisch und Englisch. Und in jedem Punkt, also hier sind die Schritte nummeriert und je nachdem, wie die Karte aussieht, dann wird die unterschiedliche Zahl bei der Anleitung benutzt. Zum Beispiel hier steht Nummer 1 ist Stempel mit Flamingo-Rot, dann Nummer 6 ist mit Flink und Fest befestigen. Also es ist richtig einfach, diese Karte zu basteln, da durch alle Sachen hier im Kit zu finden sind. Die Grundkarten, die Umschläge, die Kordel, einfach alles ist dabei. Am Mittwoch haben wir diese Karte gebastelt. Dafür braucht man das Stempelset fabelhaft. Das ist nicht inklusive in den Projektset. Man kann natürlich eine andere Stempelset benutzen, aber ich fand diesen fabelhaft Stempel sehr schön. Die Größe sind super vielseitig und ja, musste ich mir halt bestellen. Und wir basteln dann diese Karte nochmal. Also die haben wir am Mittwoch gebastelt. Heute basteln wir diese Version. Dann weißt ihr, wie das gemacht wird. Dafür benötigen wir die Stempelkissen in Flamingo-Rot und die kleinen Teile. Habe ich jetzt schon rausgesucht. Wie gesagt, eine Grundkarte und die verschiedenen Etiketten, die Inset mitgeliefert sind. Das
Spruch ist, du bist fabelhaft. Dann. Stempeln wir einfach mit Flamingo. Das kann man immer wieder benutzen und ich finde, das sollte man öfter zu hören bekommen und auf eine Grußkarte noch besser. Selbstgemachte. Dann zählt das doppelt, finde ich. So, das war's mit Stempel. Dann schauen wir, wie die Karte aussieht. Und es ist relativ einfach. Wir müssen einfach diesen schauen, wo die Karte aufmacht. Okay, hier. Dann kleben wir mit dem Ziel. So. Dann in diesem Banner müssen wir Kordel ein paar Mal wickeln und eine Schleife zusammenbinden. So, ich glaube, zweimal reicht. Und dann hoffentlich klappt das mit dem Zusammenbinden. So, ich finde es schön, wenn man die Produkte bereits in Nutzung sehen kann und nicht nur ausgepackt sind. Erstmal muss man schauen, was man alles damit machen kann. Und natürlich mit diesem Projektset kann man die Vorschläge an die Karte basteln, aber man kann das ja auch variieren und andere Alternative basteln. Aber erstmal wollte ich euch die normale Version zeigen und danach kann man damit spielen, wie man will. Also diese ganze Grundlage oder kleine Teile noch kombinieren und was anderes basteln, das sind keine Grenzen gesetzt. Das sind nur sozusagen Vorschläge, die Stampin' Up! Macht, damit wir halt es einfacher haben. Aber wer es anders machen will, kann natürlich anders machen. Ich glaube, das hier auch mit Stampin' Seal. Ungefähr mittig. Und dann können wir das hier auf dem Banner mit Dimensionals kleben. Aber den Banner werde ich erstmal, also hier steht laut Anleitung Nummer 6, doch, den Banner mit Flink oder Stampin' Seal einfach auf die Grundkarte kleben. Das muss ich ein bisschen verschieben. So. Und das klebe ich mit Dimensionals. Die habe ich gerade weggelegt. Und nehme ich einfach neue. Ah, jetzt habe ich die andere gefunden. So. Okay, das ist dann die zweite Karte. Das haben wir jetzt mit dem Projektset fabelhaft gebastelt. Und wie gesagt, man kann
vier verschiedene Motive basteln, jeweils viermal. Und das ist eine davon. Die anderen Motive haben wir jetzt hier zum Sehen. Danke, alles Liebe und Gute, du bist Hufflepuff. Hip, hip, hurra, hoch sollst du leben. So, es ist eine von meinen empfohlenen Produkte mit Briefumschläge inklusive. Dann ist alles fertig für schnelle Postkarten zu basteln. Weiter auf Seite Nummer 11. Auf Seite Nummer 11 finden wir diese Leckereien-Schachtel für immer im Herzen und die ganze Reihe für immer im Herzen. Ist einfach wunderschön. Es sind nicht nur die Schachtel dabei, es ist einfach wunderschönes Designerpapier. Designerpapier für immer in Herzen. Es hat Folieakzente. Diese drei Motive sind nur einseitig. Also es hat diese Folie eingeprägt in den Motiven. Farbe Kirschblüte, Sahara-Sand, Rokokorosa. Und natürlich kann man mit Schwarz kombinieren. Ich finde einfach wunderschön. Das sind 30,5 mal 30,5 große Blätter und die kann man wunderbar für Akzente in alle Karten nutzen. Es hat so florale Themen. Und dann ist das Designerpapier Wahre Liebe auch als Teil von dieser Reihe. Und das ist schwarz-weiß und man kann wunderschön auch mit den Blends kolorieren und in beliebige Farben dann die Karten gestalten. Also die Vorderseite hat immer so einen floralen Motiv und die Rückseite sind neutralen Motive mit Punkten und Streifen. Also wunderbar kann man immer als Hintergrund benutzen. Ich habe zum Beispiel diese Karte damit gebastelt. Das ist hier vorne im floralen Motiv mit dem Blends in Osterglocke koloriert und die Rückseite, also das ist der gleiche Papier, einfach die Rückseite genommen, um einen Akzent hier in den Innenteil der Karte dann gemacht. Also perfekt, kann man immer die Farbe benutzen, die man mag, und ich finde es wunderschön. Dazu gibt es diese runde Akzente in Mattschwarz, die kann man überall benutzen, weil Schwarz passt mit alles. Konnte man sogar für die Karte, die wir eben benutzt haben, konnten wir sogar ein paar von diesen Akzenten nehmen. Und dazu passend diese wunderschöne Geschenkband in Metallic. Das ist Kirschblüte mit so goldenen Akzente. Eine Teil ist halt ganz glatt, der andere Teil ist so, ja, mit goldenen Akzente. Wunderschön. Einem von meinen Lieblingsgeschenkbändern aus dem Mini-Katalog. Und dann dazu gibt es auch diese Metallakzente in Herzform. Auch super süß. Für Valentinstag oder einfach so für Projekte, die Liebe zeigen wollen. Muttertag, Jahrestag, Jubiläum, alles und die heißen Schmuckanhänger Herzen. Eine tolle Reihe. Auf Seite Nummer 11 von den Mini-Katalog. Da sind die Leckereien-Schachtel, wie gesagt. Und das
wäre dann unser zweites Projekt. Eine von diesen Leckereien-Schachteln zu basteln. Das habe ich hier schon bereit zum Basteln. Die kombiniere ich mit den Produkten von der Schneckenpost-Reihe. Also ich benutze das Designerpapier Schneckenpost. Es ist einfach super süß. Wieder halt die Rückseite sind neutral gestaltet, so dass man nicht immer unbedingt eine kleine Schnecke benutzen muss. Das ist einfach tolle Farbkombination: Anthrazitgrau, Bermudablau, Blutrot, Kirschblüte und Osterglocke. Einfach total schön. Und ja, ich kann euch dann noch Sneak Peek zeigen. Das ist eine der Karten von meinem Workshop to go Schneckenpost. Das ist eine von den Karten, die wir bei diesem Workshop basteln werden. Und ihr könnt euch noch dazu anmelden bis 4.1. Also bis Montag noch habt ihr Zeit, um das Bastelkit für die Workshop to go Schneckenpost. Das basteln wir vier Projekten mit den Materialien, die im Bastelkit enthalten sind. Da bekommt ihr eine halbe Packung des Designerpapier. Eine Packung von des Geschenkband in Osterglocke und eine Packung von Dimensionals. Und die Versandkosten sind inklusive, natürlich die ganze Farbkarton und zugeschnittene Etiketten und Materialien, um die vier Projekte zu basteln, und die Anleitungen in PDF und im Video für die Projekte, die ein Video benutzen, die ein Video brauchen. Also, jetzt basteln wir noch dann die Box. Diese Leckereienboxen, die haben zwei so. Eine Vorderseite und eine Rückseite. Die Rückseite ist matt und die Vorderseite ist so, ja, nicht matt, aber so glänzend. Und hier ist so food safe, also man kann hier Essen einpacken. Finde ich ganz praktisch. Für alle, die halt immer so kleine Leckerlis schenken, dann ohne Bedenken hier Essen packen. Um die Box zu basteln, dann müssen wir einfach die Falzlinien nachfalten und mit den Falzbeinen einfach die Falzlinien nachgehen. Alle Falzlinien nachfalten, damit es einfacher ist, die Schachtel in Form zu bringen. Mit so einer Schachtel ist man schnell, ja, kann man schnell eine Leckerli packen. Da muss man nicht eine Box kaufen oder selber mit den Maßen von der Box da reinkommen. Das einfach nur die Falzlinien nachfalten und dann sogar ohne Kleber diese Schachtel in Form bringen. Man braucht keinen zusätzlichen Kleber. Das rastet ineinander zusammen und dann ist es schnell fertig. In eine Packung kommen 10. Mal schauen. In eine Packung sind 10 Boxen. Inklusive Deckel. Okay, ich glaube, ich habe jetzt schon alle Falzlinien gefaltet. Und jetzt muss ich diesen Teil, die eine lange Lasche hat, nach innen falten. So.
Und diese kleine Lasche will da rein einrasten. Also so. Könnt ihr das sehen? Hier ist eingerastet. Und den Rest einfach so. Nochmal nach innen falten. Und hier nochmal nach innen falten. Und so ist unsere Box gebaut. Ganz schnell, ohne Kleber. Und ist relativ stabil. Also, tolle Sache. Und das Tolle dabei ist auch, dass man diese Deckel auch schon gebastelt bekommt. Also man muss die nur so zusammendrücken, um in Form zu bringen. Und dann kann man das hier schon reinpacken. Also wie gesagt, in eine Packung sind 10 von diesen kleinen Schachteln dabei. Und es kostet 11 Euro. Also ich glaube, das lohnt sich. So ist man schnell bedient mit einer kleinen Schachtel. Für die Dekoration habe ich jetzt genommen Designerpapier aus den Celebration. Die Designerpapier Papierblüten. Und das ist 10,5 cm breit mal 25,8 cm lang. Und damit werde ich dann diese Decke von meiner Schachtel einfach umwickeln. Und das mache ich so, indem ich dann das Papier an diese Ecke lege und dann die Falzlinien so vorsichtig nachfalte. Also ich markiere mir einfach die Falzlinie, wo ich das dann nachfalten soll. Und wenn ich mir das schon markiert habe, so ein bisschen das Papier zusammengedruckt habe, kann ich dann mit der Falzbein nochmal das nachfalten. So. Einmal. Und zweimal. Hier halt muss man aufpassen, dass die Ränder halt aufeinander liegen, so dass es gerade am Ende ist. Hier nochmal. Da, wo ich mir das markiert habe, dann jetzt richtig mit den Falzbein die Linie nachgehen. Und hier nochmal die Linie nachziehen. Und jetzt hoffen wir, dass das geklappt hat. Genau. Jetzt können wir das einfach zusammenkleben. Wer möchte, kann sich natürlich die andere Seite des Papiers nehmen und mit den Blumen benutzen. Ich nehme wieder den grünen, also die Rückseite, damit es mit meiner Schnecke besser passt. Ich habe euch ja gezeigt, ich werde die Schnecke ja benutzen. Und ich nehme einfach mein Stamp-Pinsel, um das Papier zu befestigen auf den Schachteldeckel. Und das hier und
Und dann wieder in Form bringen. Und fertig ist die Deckel dekoriert. Dann einfach hier reinschieben und den Rest dekorieren. Dafür habe ich wieder ein Etikett von den so hübsch bestickt Stanzformen ausgestanzt, mit weißem Farbkarton noch geklebt und mir aus dem Designerpapier hier eine Schnecke rausgestanzt mit der passenden Stanzformen. Also diese sind die Stanzformen von diesem Schneckenpost-Produktpaket. Das ja einen kleinen süßen Umschlag. Die habe ich hier ausgestanzt. So sieht es aus, wenn man es ausgestanzt hat. Es ist halt bestickte Rahmen und man kann es einfach so zusammenformen und fertig ist der kleine Umschlag. Ich finde es super süß, total süß die ganze Reihe. Und das sind die restlichen Stanzformen. Man hat gleich zwei Herzchen zum Austanzen und noch Fungis dazu. Ich kann euch noch eine weitere Karte von meinen Schneckenpost Workshop to go. Also, wie gesagt, ihr könnt euch bis Montag dazu anmelden. Via was denn vier Projekte und ihr bekommt halt Designerpapier, Geschenkband und Dimensionals in dem Bastelkit dazu. Okay, jetzt haben wir diesen Teil. Dann müssen wir hier den Gruß stempeln und ich habe für diesen Teil habe ich die neue Stanze Ovaldo benutzt. Die kommt auch am 5. Januar in den neuen Katalog und ist total praktisch. So kann man ganz schnell Etiketten basteln und kleine Grüßen in den Projekte einbauen. Ich habe das weiße Farbkarton mit dem kleinen Teil gestanzt und den Osterglocke Farbkarton mit dem größeren Teil. Sehr einfach und praktisch. Da ich hier Farbkarton in Osterglocke genommen habe, dann nehme ich auch Tinte in Osterglocke für meinen Gruß. Und wir können einen Gruß nehmen von den Ovale Grüße. Das ist ein Produktpaket zusammen mit der Handstanze. Und man kann alles Mögliche nehmen. Also ich denke, kleines Mitbringsel passt perfekt zu den Schachteln. Dann nehmen wir das. Kleines Mitbringsel. Hier. Acrylblock gefunden. Dann Tinte aufnehmen. Kleines Mitbringsel. Dann Stempel in Osterglocke. Und dann auf unseren Osterglocken Oval zusammenkleben. Ich nehme wieder das Stamppinsel, das liegt jetzt schon da, und kann ich hier dazu zusammenkleben. Dann, hey Delia, hallo, schön, dass du da bist. Jetzt klebe ich meine kleine Schnecke. Oh, bevor ich meine Schnecke dahin klebe,
will ich ein bisschen Kordel da umwickeln. Wenn ich den Kordel finde. Ja, Kordel. Dann, bevor ich meine Schnecke hier zusammenklebe, wickle ich mal diesen Kordel. Paar Mal, sagen wir mal dreimal, und binde eine Schleife zusammen. Und ja, hoffentlich klappt das. So langsam sollte es klappen mit Schleife zusammenbinden. So. Okay, das ist die Idee. dann. Schere liegen schon da. So. Kordel gewickelt. Dann kommt unsere Schnecke. Die sind so süß, die Schnecken. Die musste ich sofort bestellen. Das war die erste Reihe, die ich im Katalog bestellt habe. Und dafür konnte ich mir ein paar Celebration Geschenke aussuchen. Die klebe ich hier mit Dimensionals. So. Und meinen Gruß auch. Perfekt mit den Mitbringsel und die kleinen Geschenke. Es passt irgendwie perfekt. Ich hatte ein Mitbuch, das gleiche Projekt in den Zoom-Workshop gemacht. Allerdings habe ich ein anderes Spruch genommen. Und ich zeige euch gleich, wie ich das gebastelt habe. Und dann hier auf den kleinen Schachtel einbringen. Man kann es halt mit Dimensionals oder mit Ziel nochmal kleben. Ich glaube, ich benutze wieder Dimensionals. Die sind schon da und ist irgendwie einfacher, nachdem man schon Sachen geklebt hat, kann man einfacher mit Dimensionals zusammenkleben. Ihr könnt die Bastelpaket für diese Projekte umsonst mit einer Bestellung bekommen. Und am Mittwoch gibt es wieder Katalogparty und es funktioniert genau so. Bastelkit mit einer Bestellung umsonst bekommen. So, da ist unsere Mini-Schachtel dekoriert. Da kann man jetzt einfach Leckerlis da rein tun. Das ist ja Food Safe und es sind 10 Schachtel in einer Packung. Hier ist das, was wir am Mittwoch gebastelt haben. Es ist eigentlich das gleiche. Ich habe nur den Spruch genommen aus einem anderen Set. Heute habe ich den Set von der ovale Größe genommen. Und am Mittwoch habe ich den Gruß von handgefertigt genommen. Die beiden sind Produkte, die in dem Mini-Katalog zu finden sind. Beide super toll. Also ich bin begeistert von diesem Set. Und das hatte ich dann Mittwoch genommen, handgefertigt für dich. Aber wie ihr seht, man kann diesen tollen Ovalen mit unterschiedliche Sprüche benutzen und klappt perfekt. Also das ist unser zweites Projekt jetzt. Das war unser erstes Projekt. Alles mit Geschenke aus dem Katalog, also aus dem Celebration. Einmal Version 1. Ich finde die Esel so süß. Hier Version 2. Und beide mit dem Designerpapier bisschen Blumen gebastelt. Und jetzt machen wir weiter. Die nächste in meiner Liste, ganz viel Herz,
auf Seite 15. So. So sehen die Stanzen aus, aus diesen Produktreihe. Ganz viel Herz. Es sind wirklich ganz viele Herzchen dabei. Wunderschöne Stanzen, die man da finden kann. Und das Stempelset ist auch ganz toll. Ich mag unheimlich gern diese kleinen Blümchen. Und ja, Karos gehen immer. Und die Sprüche sind auch gut, weil das nicht nur um Liebe und Verlobung zu tun hat. Es hat einfach ein paar Sprüche, die man auch ganz im Alltag benutzen kann. Meine Teammädels werden das dann in unseren Stammtischtreffen basteln. Jetzt jeden Monat haben wir einen Stammtisch und sie haben sich entschieden für diesen Set von Projekten. Ich habe diesmal durften sie sich aussuchen, welche Projekte wir basteln. Es gibt, sie hatten die Möglichkeit, unseren Überblick für die Celebration-Papieren zu basteln. Ich schicke dann die Materialien dazu oder die Projekte mit dem Stempelset ganz viel Herz. Das ist auch gut, dass sie entscheiden könnten, weil die halt so mehr Videos und Workshops machen, dann können sie solche Überblicke gut benutzen, und die einfach für sich selber basteln, dann können sie die Karten einfach basteln, und ja, manche können sie die verkaufen oder einfach für sich haben für den nächsten Geburtstag oder einfach einen kleinen Gruß zu verschicken. Was ich hier gemacht habe, das habe ich nicht mit den Stanzen aus dem Produktpaket gestanzt. Ich habe die mit dem Halsstanzen ausgestanzt, weil die sind kleiner als den Stempelmotive, und so kann man trotzdem die Herzenform und diese Hintergrundabdrücke dann benutzen. Hier habe ich wieder die Designerpapier von der Celebration benutzt. Hier ist das Designerpapier Papierblüten. Hier das Designerpapier Sonnenbeeren. Also man braucht nicht immer was mit Essen zu tun. Es hat ja diese Rückseite, die ganz neutral zu benutzen sind. Und hier ist das Designerpapier Wiesenblumen. Da sind wieder keine Blumen dabei. Es ist das Gute bei diesen Rückseiten von dem Designerpapier, kann man immer variieren, wie man besser mag. Und hier ist das Designerpapier Ombre, die auch wunderschön ist. Also, ihr habt jetzt ein paar Beispiele mit dem ganz viel Herz Stempelset und wie die Stanzformen aussehen. Im Vergleich haben wir in dem Jahreskatalog auch Stanzformen, die ganz viele Herzen haben. Die heißen herzlich bestickt. Und so, also die Herzformen sind schon sehr unterschiedlich. Beide schön. Also wer denkt, er hat schon alles im Herzen gehabt mit diesen Stanzen, dann vielleicht doch nicht. Also ich finde, die sind auch tolle Stanzen. Diese eine Stanze stanzt diesen Rand und diesen Herz gleichzeitig. Man kann auch nur diesen perforierten Herz benutzen, ohne es austanzen zu müssen. Und die kleinen Herzchenblumen ist total schön. Also, hier als Anregung für euch, in Seite Nummer 15 ganz viel Herz im neuen Mini-Katalog. Dann weiter. Oh, Seite 19 habe ich mir auch notiert. Hortensienpark ist
Die nächste. Hortensienpark ist in der Seite 19 von dem Mini-Katalog. Und da finden wir wieder wunderschöne Designerpapier, wunderschöne Accessoires. Die haben mich sofort begeistert. Das Designerpapier ist 30 mal 30 cm, also 30,5 cm mal 30,5 cm. Das sind dann Vorderseite und Rückseite in wunderschöne Pastelltonen, Abendblau, Heidelblüte, Olivgrün, Rauchblau und Rokokorosa. Total schön. Und ja, da gibt es diesen wunderschönen Perlenschmuck in Pastelltonen. Stampin' Up! Hat schon gesagt, da haben die Demos schon sehr viel vorbestellt davon. Und es kann sein, dass die schnell ausverkauft werden, beziehungsweise die halt in Nachlieferung geraten. Und dazu passend ist diesen, ja, Folienpapier. Die ist auf die Rückseite so silber und auf die Vorderseite Heideblüte und Rokoko. Moment, ich schaue, wie das heißt richtig. Seite 19, ich darf euch das noch nicht zeigen. Das heißt Nummer 2, Designer Acetat in Quecksilberglas Optik. Oh Gott, Heideblüte und Rokokorosa. Ja, das ist auch 5 cm mal 30,5 cm und man kann wunderbar Akzente da einbringen in den Projekten. Und dann gibt es diese wunderschöne Geschenkband. Kann man die gut sehen? Also fast durchsichtig, aber auch in so Heideblütefarbe. Es heißt feines Geschenkband und die kann auch schnell ausverkauft werden, laut Bericht von Stampin' Up. Hier steht, das ist ein Amethyst. Also nicht Heideblüte, sondern Amethyst, so einen dunklen Ton. Aber das kann man perfekt mit Heideblüte kombinieren. Also perfekt mit alle Designerpapier. Also sehr schön. Auch eine Empfehlung von mir. Total begeistert und natürlich, wer Hortensien mag, kann sich dann gleich das Stempelset Hortensienpark auch dazu bestellen. Es gibt Stanzen dazu, ich habe es aber noch nicht. Das kommt noch. Seite 19, dann weiter Seite 25, Libellengarten. Jawohl. So sieht aus. Das Designerpapier Loven Sandgarten auf die Reihe, die in der Seite 25 zu finden ist. Und diese schöne Marienkäfer. Ich habe schon in der Stamping Camp benutzt im Dezember. Für die Mädels, die da Bastelkits gehabt haben, haben welche davon bekommen. Und haben wir Kalender damit gebastelt, um Glück fürs neue Jahr zu wünschen. Die sind zuckersüß. Die sind auch stark bestellt worden in der Vorbestellung. Und deswegen kann es sein, dass die auf Nachlieferung geraten. Also, wer die gerne mag, dann sollte die auch schnell bestellen. Das Designerpapier ist in 15 cm mal 15 cm, 48 Blätter sind enthalten und wie ihr seht, einfach tolle Farben dabei: Heideblüte, nee, Hummelgelb, Abendblau, Olivgrün, Calypso, hier nochmal Calypso, Abendblau, Brombeermus, wunderschön. Kann man vieles damit anfangen. Ich mache besonders die Rückseiten. Und damit haben wir auch im Dezember gebastelt.
für meine Stampin' Mädels auf die Weihnachtsfeier habe ich jeder so einen Bastelkit geschenkt, damit sie mit den neuen Produkten basteln konnten. Da konnte jeder diese vier Karten basteln. Da habe ich dann das Designerpapier und die Grundkarten geschickt. Da mussten sie selber halt stempeln und zusammenkleben. Und außerdem haben wir auch Bingo gespielt. Das war lang. Ich glaube, wir haben 5 Stunden da Spaß gehabt. Aber es war eine schöne Zeit. Und ja, es war meine Art zu sagen, danke für die ganze Unterstützung. Und ja, jetzt habe ich ein paar Beispiele für euch zu sehen, was man Tolles mit dem Stempelset basteln kann. Die Wellengarten hatten wir auch auf Onestage haben wir auch diese Karte gebastelt. Und es ist einfach ein wunderschönes Set mit passender Handstanze dazu. Und so sieht denn die Wellengarten-Stempelset aus. Sehr schön. Ich kann es euch auch empfehlen, Seite 25. Dann Seite 33 ist die Produktreihe Kunstvoll Floral. Und damit basteln wir jetzt unsere vierte Karte, unseren vierten Projekt. Dafür brauchen wir das Geschenkband Schöne Kunst. Die hat so goldene Akzente, also die hat so ein bisschen Goldschimmer dabei. Dann werde ich auch diese vergoldete Schmucksteine benutzen, weil die auch Gold sind und dann perfekt dazu passen. Dann habe ich mir mit den bestickten Formen einen Kreis aus siegelrotem Papier ausgestanzt und dann habe ich Designerpapier aus der Reihe Kunstvoll Floral ausgeschnitten und eine Grundkarte in Vanille. Das ist eine normale Grundkarte, 14,8 cm mal 21 cm breit und in der Mitte gefaltet bei 10,5 cm. Und dann brauchen wir nur kurz die Papierschneider und das ist ein Papier nochmal zu schneiden. Das Designerpapier. So sieht das Designerpapier aus. Kunstvoll Floral. Wieder 30,5 cm mal 30,5 cm. Doppelseitig. Die Vorderseite ist immer so mit floralen Motiven. Und die Rückseite ist so mit, ja, neutrale Hintergrundmotive in mehr so kunstliche Ausführung. Passend dazu sind die Farbkarton Aquamarin, Blutorange, Blutenrosa, Flamingorot und Hummelgelb. Und ja, Vanille finde ich passt auch perfekt dazu. Deswegen habe ich Farbkarton in Vanille genommen. Dann Papier
Schneider rausholen. Das Designerpapier ist hier 7,5 cm mal 14,3. Jetzt werde ich das nochmal bei 2,5 cm schneiden. So. Und jetzt einfach auf die Vorderseite meine Grundkarte zusammenkleben und zwar, also das muss ich noch schneiden. Bei 14,3 cm hätte ich wahrscheinlich vorher besser schneiden können. Da musste ich nicht jetzt so zweimal schneiden. Aber ist nicht schlimm. Klappt trotzdem. Also bei 14,3 cm schneiden. Dann kann ich das hier zusammenkleben. So, und das drehe ich dann um und klebe ich hier unten zusammen. Bevor ich das klebe, dann werde ich meinen Gruß stempeln und dann werde ich das Tintentraum Stempelset nehmen. Wunderschön, ein Geschenk aus den Celebration und nehme ich das Gruß beste Grüße. Oder ich nehme diesmal liebes Dankeschön. Letztes Mal habe ich schon beste Grüße genommen. Dann kann ich liebes Dankeschön nehmen. Dann meine Tinte, Siegelrot. Und einfach hier unten stempeln. Am besten nimmt man eine Stempelmatte dazu. Ich habe es gerade bemerkt. Ich hätte eine nehmen sollen, aber es hat trotzdem geklappt. Und dann kann ich meinen Designerpapier dazu zusammenkleben. Also man kann so lassen, aber so passt auch. Und das ist das Gute bei dem Designerpapier von Stampin' Up. Man weiß, Vorderseite und Rückseite kombinieren. 90% oder 99% der Zeit muss man sich ja keine großen Bedenken machen, ob das passt. Und solange man die Farben von dem Designerpapier benutzt, dann weiß, dass das alles irgendwie abstimmig wird und muss man sich nicht ja, den Kopf fertig machen, okay, welche Farbe nehme ich oder welche Farbkarton muss ich nehmen. Man kann sich einfach in anderen schöneren Sachen fokussieren und nicht umzusehen, ob das abstimmig ist oder nicht, weil diesen Teil der Arbeit hat Stampin' Up bereits für uns gemacht. Wir müssen nur wissen, wie wir das, ja, wie wir uns davon profitieren können. Deswegen mache ich immer und biete ich diesen Samplers dazu, damit man weiß, okay, ich nehme einfach eine von diesen Farben und ich weiß, das wird perfekt passen, perfekt kombinieren. Und muss ich mir nicht weitere Gedanken beim Basteln machen. Einfach Stempelset aussuchen und kombinieren. Jetzt mit diesem Geschenkband binde ich wieder eine Schleife hier vorne. Ich habe es jetzt in der Vorderseite der Grundkarte gewickelt. Und versuche ich eine Schleife zu binden. So, hoffentlich.
Also es liegt nicht an der Schleife. Es liegt daran, dass ich das live mache. Und natürlich klappt das nicht immer 100%, wenn man das in den Rampenlicht macht. So. Mehr oder weniger ist die Schleife fertig. Man kann die danach noch in Ruhe nachbasteln oder befestigen vielleicht. Jetzt bin ich die okay. Und ich kann sie hier befestigen mit einer Klebepunkte. Dafür nehme ich meine Aufhefthilfe und klebe ich hier zu. Genau. Ein bisschen Schummel mit den Klebepunkten, aber dafür sind sie ja auch da. Und jetzt auf meinen Kreis möchte ich gerne eine kleine Blume mit dieser Stanze austanzen aus Vanillefarbkarton. Dann ein bisschen in Form bringen. Ja, das Designerpapier ist wunderschön. Ich bin verliebt. Das wurde übrigens auch in der Liste mit knappe Verfügbarkeit hingesetzt, weil ja, Pia Demos waren alle verliebt und dann alles leer bestellt. Das ist einer von den Vorteilen, Demonstrator zu sein. Man kann ja immer vorbestellen und muss man nicht auf die Nachlieferungen warten, die normalerweise nach der ersten Woche von dem Katalog eintritt. Das ist halt fast immer so. Jetzt habe ich halt diese vergoldete Schmucksteine halt in der Mitte von meiner Blume geklebt und mit Dimensionals dann einfach hier vor der Seite kleben. Und damit diese Goldsteine nicht so allein ist, bringe ich noch ein paar andere Goldsteine dazu. Ich finde auch diese Geschenkband ist so wunderschön und es passt einfach perfekt. Es ist super edel, finde ich. Und ja, ganz schnell ist eine Karte gebastelt, einfach das Designerpapier beide Seiten benutzen und ist fertig. Ein bisschen mit Gold kombinieren, dass die Farben von dem Designerpapier widerspiegeln sich in den Stempelkissen. Und dann sind unsere ganzen Bastelprojekte fertig. Natürlich, es gibt viel mehr zu sehen in das Mini-Katalog, aber das wäre dann viel zu groß, deswegen mache ich einen zweiten Teil am Mittwoch. Dann basteln wir weitere Projekte zusammen. Die andere Karte habe ich weggepackt. Wo ist die? Ich glaube, okay, das ist die Teil 2. Gut. Wir haben noch eine Karte mit dem Projektset fabelhaft gebastelt. Die ist gerade weggelaufen. Beziehungsweise, das ist die Karte von Mittwoch. Da war wieder Tintentraum im Spiel, nur halt ein anderes Gruß, beste Wünsche oder liebes Dankeschön habe ich heute genommen. Und von das
Project Set fabelhaft haben wir heute diese Karte gebastelt und am Mittwoch haben wir diese Karte gebastelt. Ich finde diesen Project Set einfach total cool. Ich mache es gerne, wenn man eine schnelle Karte basteln kann und dann, ja, den Stempelset ist einer meiner Lieblings von diesem Katalog. Okay, das war's von mir für heute. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann am Mittwoch dabei seid. Denkt dran, von 5. Januar bis 28. Februar könnt ihr halt bei der Celebration feiern oder einen Platz auf der Celebration Feier ergattern, indem ihr halt innerhalb von diesen 2 Monaten über 200 Euro bei mir bestellt. Dann habt ihr nicht nur die ganzen Geschenke aus der Celebration, sondern habt ihr auch einen exklusiven Bastelpaket von mir und einen Bastel-Event im März über Zoom oder Facebook. Oder wenn ihr in der Nähe seid, dann könnt ihr auch live basteln, solange die Pandemie uns das zulässt. Ansonsten wünsche ich euch noch einen tollen Samstag, einen schönen Wochenende und bis Mittwoch. Macht's gut, danke, dass ihr dabei seid und bis zum nächsten Mal. Tschüss!